So, da sind wir hier wieder. Hier fahren wir rein. Ich denke mal, wenn wir jetzt diese Straße lang fahren würden, würden wir, das zeige ich euch gleich, auch an derselben Stelle rauskommen. Oh, ist das schön hier, ey. Darf bloß kein Kaninchen hier die Straßenseite wechseln. Und trocken, also ich hätte jetzt gedacht, das ist hier noch feucht. Mein dreckig ist er ja jetzt sowieso durch die kleinen Schlammausritt. Büsche an den Seiten so hoch stehen. Hinter dem Video denke ich wieder, Mann, was bist du wie eine lahme Ente da durchgefahren? Aber safety first. Das war es ja auch schon mit dem schönen Waldabschnitt. Wie gesagt, jetzt kommen wir, glaube ich, gleich an der Straße raus. Ich meine, das ist dann die gleiche Straße, die sich dann quasi hier um den Wald schlängelt, die wir vorhin hätten weiterfahren können, bevor es da in diesen Wald ging. Ich hoffe, ihr versteht, was ich gerade gemeint habe. Aber ich nehme mal stark an, das ist dieselbe Straße. Machen wir das. Ist okay. So, das ist hier diese Straße. Ich gehe mal stark davon aus, wenn wir jetzt hier nicht durch den Wald gefahren wären, dann wären wir jetzt von da gekommen. So, was machst du jetzt hier? Lass mich mal überholen. Du fährst mitten in der Mitte, Junge, ey. Ist doch nicht mehr normal. Das ist doch alles nicht mehr normal. So, jetzt kommt hier auch wieder ein ganz schöner Abschnitt. Durchfahrt verboten. Also rein theoretisch hätten wir da hochfahren können. Dann muss ich mich mal das nächste Mal schlau machen, ob das wirklich gestattet ist oder ob die einfach nur das Schild da entfernt haben. Irgendwelche Leute, hier geht es auch schön hoch. Ob das irgendwelche privaten Zufahrten sind zu Grundstücken, keine Ahnung.
selbst hier trocken, spätestens hier hätte ich mit Feuchtigkeit gerechnet. Noch ein bisschen Scheiße auf der Fahrbahn. Sehr schön hier. Sehe ich schon. Jetzt fahren wir hier in Brennschede ein. Also bis jetzt habe ich keine Griffheizung vermisst. Wir haben jetzt hier aktuell in Brennschede 9 Grad, sagt mir hier Frau Strom. Kamera läuft immer noch. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, warum ich mir 4 Akkus gekauft habe. Insgesamt. Ist das schon wieder? Fahren wir hier jetzt rechts Richtung Eslohe Obersalwei. Oh, da kommen welche. Also wer im Sommer mit Schutzkleidung eine Abkühlung sucht auf dem Moped, müsste hier lang fahren. Müsst ihr mal aufpassen, ob euch die Leute gesehen haben. Da hat man überhaupt gar keinen Einblick drauf auf die Kreuzung von allen Seiten, nicht? Auch wenn ihr da theoretisch mit 100 langballern könnt, ich würde es nicht machen. So, hier ist auch 100 erlaubt. Ich weiß nicht, wie man das hier fahren kann. Laufen auch ab und zu Leute lang. So, und hier ist sowieso jetzt wieder Sense. Hier begrüßen wir die 50 km/h in Meinkenbracht. Also eigentlich 1:1 die Tour, die wir letzte Mal gefahren sind. Mit den zwei Herrschaften und ihren 160 PS.
So, neuer Teppich hier auf der Straße. Kamera ist immer noch an. Meine hintere Bremse quietscht etwas. Nehmen wir an, da ist so ein bisschen Dreck dran. Müssen wir gleich mal beigehen. Linkskurve. Da liegt sogar Dreck. Oh, mach doch mal bitte Licht an hier im dunklen Wald. Dann noch ein dunkles Auto. Navi hat, dann wird man hier wirklich fast jede Kurve falsch einschätzen, wenn man sie nicht vorher gefahren ist. Herzlich willkommen in Lipperhütte, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. So, ich würde jetzt mal sagen, ich halte jetzt hier gleich an, bevor es in den nächsten schönen Streckenabschnitt geht. Oder was sagt der Akku? Na komm, wir versuchen es mal nach Linnepe. Nächstes Örtchen hier. Ja, Linnepe. Hatten wir es nicht gerade schon mal? So, wo sind wir jetzt hier? In Linnepe, ja. Wie geht's gleich weiter? Das sind immer Kinder, wo man nicht erschrecken. Jetzt hier reingefahren oder geradeaus? Keine Ahnung. Hellenfeld. So, richtig, geradeaus hier. Da stand Hellenfeld. Da waren Kastanien auf dem Boden. Da müsst ihr auch mal aufpassen. Ja, noch ist er nicht am Blinken. Sind wir hier wieder an der Wiesmann Roadster Kreuzung, sage ich jetzt mal dazu. So, da steht's, Hellefeld 2 Kilometer. Ich werde jetzt hier vorne noch mal rechts ranfahren, frischen Akku reinkloppen und dann fahren wir gleich ganz gemütlich die Hellefelder Strecke.